Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen TBTV Shortcut. Ich zeige euch heute mal die Neuheiten für Konflikt 47 und zwar für die Wehrmacht. Wir haben hier einmal die Wehrmacht Heavy Infantry, den Blister für die Heavy Infantry mit den LMGs. Dann haben wir die German Nachtjägers und die German Shrekwolfen. Ja, ich bin sehr gespannt auf den Zusammenbau. Ich habe schon einiges gehört, dass sie wohl wieder sehr fummelig sein sollen. Ja, ich werde mir jetzt mal die ganzen Blister und Boxen schnappen, das Ganze mal auseinanderklamüsern, ja, die Miniaturen zusammenbauen und werde sie dann für euch gleich mal in der nahen Sicht zeigen. Ja, beginnen wir gleich mit der German Heavy Infantry. Wir haben in der Box 10 Bahnen mit enthalten, wir brauchen allerdings nur 8, die habe ich hier schon mal aus dem Rahmen rausgetrennt. Ja, kommen wir zu den Miniaturen. Hier haben wir komplett gegossene Miniaturen, komplett aus Zinn. Dann haben wir als Einzelteile Köpfe und wir haben hier die Ausrüstung in Form von ja, Rucksäcken, die sind nochmal extra und dann haben wir hier noch einzelne Armteile. Wir haben allerdings auch ein Modell, wo die Waffe bereits in einem Guss mit dran ist. Ansonsten müssen wir hier nur noch ja, die Arme mit dran machen und die Köpfe und die Rucksäcke. Ja, das werde ich jetzt mal schnell zusammenkleben und zeige es euch dann zusammengebaut. So, ich habe die Jungs fertig. Ja, was ist aufgefallen beim Bauen? Ja, wir haben die typischen Warlord Games Bases mit der Lippe. Ja, auch da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Der eine steht total drauf, der andere mag sie gar nicht. Ich persönlich finde die richtig geil, weil erstens sind sie wirklich sehr, sehr dünn. Das heißt, man ist ja zum Gelände her einfach sehr, sehr nah. Ich mag das lieber, wenn die Bases ein bisschen dünner sind, als wenn man so wirklich dicke Basen hat. Und zum anderen finde ich die Lippenbasen gut. Es ist keine hohe Lippe, aber wir haben eine kleine Lippe. Von daher, wenn wir hier gerade solche Zinnfüße haben, lassen sich hier super. Also man braucht hier gar nicht mehr wirklich viel mit Spachtel ran. Das heißt, wir können hier direkt Leim reinschmieren und dann mit Sand arbeiten und so hat man halt doch einen recht flüssigen Übergang. Also man braucht hier nicht mehr wirklich viel Spachteln. Das kommt aber auch immer auf die, ja, auf die Dicke des Metallfußes. Ja, kommen wir vielleicht noch kurz zu den Werten. Der Wehrmacht Heavy Infantry Squad ist 100 Punkte kostet so ein Trupp, ist der NCO und 4 Mann. Sie sind Veteranen, sind alle ausgestattet mit Assault Rifles, haben die Special Rule Large Infantry, Resilient und Slow. Aber wir können noch 3 weitere mit Assault Rifles reinpacken, sodass wir insgesamt auf 8 Mann kommen. Also wir haben hier diesen 8-Mann-Squad. Wir können allerdings auch noch 2 Mann mit LMGs ausstatten, für jeweils 10 Punkte. Und wir können 2 Mann mit Panzerfäusten ausstatten. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall jetzt die Option mit den 2 Panzerfäusten. Wir haben hier 8 Mann. Allerdings müssen wir das LMG extra kaufen. Ja, den LMG-Blister habe ich hier schon liegen. Ja, und ich würde sagen, den brauchen wir als nächstes zusammen. Ja, was ist im Blister drin? Wir haben auf jeden Fall 2 Miniaturen. Das sind genau die gleichen Miniaturen, die wir auch im Wehrmacht Heavy Infantry in der Box drin haben. Wir haben wieder 2 Lippenbasen. Und wir haben 2 Arme mit LMGs, 2 Köpfe und auch 2 Rucksäcke. Sprich, wir haben eigentlich komplett den gleichen Inhalt wie in der Box, nur dass man halt hier 2 Arme mit LMGs reingepackt hat. Auch die werde ich jetzt schnell zusammenbauen und ja, dann schauen wir uns die an. Ja, kommen wir nun zu den 2 LMG-Schützen. Ja, es ist tatsächlich nichts anderes wie auch die Jungs aus der Box. Lediglich, wir haben hier tatsächlich aber auch 2 verschiedene Armpaare mit enthalten. Und ja, sonst ist alles gleich. Das Base ist gleich, der Rucksack ist gleich, die Köpfe sind gleich und natürlich auch die Miniaturen sind gleich. Aber auch hier sind sie einfach ultra cool. Ja, vielleicht ein kurzes Zwischenfazit. Also diese Jungs sind schon echt ultra geil. Also diese Rüstungen machen schon was aus. Was ich allerdings weniger schön finde, man hätte in diese Box, also es ist ja eine Wehrmacht Heavy Infantry Box, da hätte man ruhig die Option einfach reinlegen können. Sie haben hier 2 Rucksäcke mit reingelegt für Panzerfäuste. Ich finde, dann wären auch die 2 Armpaare für die LMGs kein Problem gewesen. Also da hätte man jetzt nicht einen Einzelblister davon machen müssen, beziehungsweise schon. Kann man natürlich machen, wenn man mehr oder weniger LMGs spielen möchte. Mehr natürlich. Aber ich finde, die 2 Arme hätten sie hier einfach noch mit reinlegen können.
Das hätte nicht wehgetan. Ja, kommen wir nochmal kurz zu den Werten. Und da sehe ich jetzt, glaube ich, das allergrößte Problem. Und zwar haben wir hier, wir können zwei Mann mit LMGs ausstatten. Das LMG kostet hier 10 Punkte. Im alten Bolt-Action-Regelwerk kostet ein LMG 20 Punkte. Sie haben es jetzt hier schon auf 10 gekürzt, was natürlich super ist. Das Problem ist allerdings, dass sich die Schussanzahl der LMGs bzw. MMGs überhaupt nicht verändert hat, was sich ja im neuen Bolt-Action-Regelwerk definitiv geändert hat. Ich kann noch nicht sagen, was bei Bolt-Action mit den Punktkosten passiert ist, das weiß man noch nicht, ob auch dort die LMGs und MMGs vom Preis gesenkt worden sind. Aber die Schussanzahl ist natürlich jetzt inzwischen anders. Und da sehe ich, glaube ich, das größte Problem zwischen Konflikt und Bolt-Action, dass man das doch zeitgleich spielt, weil ich orientiere mich natürlich an irgendeinem Spiel, was ich natürlich am meisten spiele. Bei mir im Fall wahrscheinlich Bolt-Action. Und wenn ich dann meine Partie Konflikt 47 spielen möchte, muss ich wieder zurückdenken und denke, ach Mensch, okay, das LMG hat ja hier nicht 4 Schuss, sondern hat ja hier nur 3 Schuss. Da sehe ich, glaube ich, das größte Problem, was Konflikt 47 mit sich bringt. Aber ich bin gespannt, ob es da noch ein Errata dazu gibt, ob das erratiert wird oder, naja, wir werden sehen. Ja, das waren auf jeden Fall die Jungs von der Heavy Infantry. Kommen wir nun zu den exotischen Modellen. Diese German Nachtjäger und die German Shrekwolfen. Ja, schauen wir uns an. Ja, das ist also in der Box. Wir haben hier drei 40mm Basen. Und wir haben zwei in eins gegossene, beziehungsweise hier müssen wir nur noch die Pfotenpaare quasi rankleben. Und wir haben hier noch einen Oberkörper und Unterkörper. Wir haben noch einen Arm dazu, ja, die Pfotenpaare. Ich werde die jetzt fix zusammenkleben und dann schauen wir sie uns genauer an. Ja, da haben wir die Jungs fertig. Ich finde sie cool, ich finde sie wirklich super. Sie sind jetzt nicht irgendwie über Werwolf, sie sind jetzt nicht zu klein, nicht zu groß. Ich finde sie genau richtig, von der Größe her. Vom Guss auch da wieder keine Probleme gehabt. Allerdings bei diesem Modell hier, genau, okay, das ist jetzt dank Sekundenkleber und Activator ist hier die Lücke verschlossen. Ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Trick, ne? Wenn ihr hier so ein paar Lücken habt und wirklich nur so ein, zwei Lücken stopfen müsst und da keinen Bock habt, irgendwie Green Stuff anzurühren. Schnappt euch Sekundenkleber und diesen Activator von Army Painter. Erstens mal klebt der Kram dann sofort und ihr könnt auch gleichzeitig noch, seitdem die nämlich irgendwie diese Mixtur verändert haben, bildet sich so eine, so eine weiße Schicht. Das war vorher nicht so. Das ist zum Beispiel, also wenn ihr bemalte Miniaturen mit Activator niemals machen, weil dann habt ihr nämlich diese weiße Schicht. Aber um so kleine Lücken zu schließen, ist es gar nicht schlecht. Von daher ist es jetzt okay. Und im Nachhinein, wenn das dann doch zu viel ist, könnt ihr das hier auch ganz leicht mit dem Cutter wieder runterkratzen. Und somit verdeckt es dann auch keine Details. Das muss ich hier im Anschluss auf jeden Fall nochmal machen. Aber hier hatten wir auf jeden Fall eine große, große Lücke, die dank des Sekundenklebers jetzt zu ist. Ja, aber ansonsten hatten wir hier noch die Armpaare, das war auch kein Problem. Aber mit Activator und Sekundenkleber klebt das super schnell und Bombe. Ja, aber die Modelle sind schon cool. Also, sie sind wirklich, wie gesagt, also das ist für mich halt ein Werwolf. Ist halt nicht zu riesig und nicht zu drüber. Von daher finde ich das vom Design her richtig, richtig geil und macht, glaube ich, auf dem Spieltisch auch bestimmt was her. Ja, jetzt haben wir noch als nächstes die Nachtjäger und da bin ich sehr gespannt drauf, wie da das Ganze mit den Flügeln passt. Ja, wir packen sie kurz aus und dann bauen wir sie zusammen. So, in der Box Nachtjäger haben wir zwei Modelle. Auf jeden Fall auch zwei unterschiedliche Posen. Und dann haben wir jeweils ein Flügelpaar mit enthalten. Ja, und zwei 40mm Basen, wie gehabt. Ja, ich werde mich da jetzt mal durchfummeln, mal gucken, wie das ist mit den Flügeln, ob das alles hält und passt. Und ich habe schon gehört, dass da die Passgenauigkeit nicht so geil sein sollen. Ich lasse mich mal überzeugen und schau mal, wie hier die Qualität ist. Bis gleich. Fertig. Ja, wir haben hier tatsächlich auch zwei verschiedene Modelle. Was ich gut finde, ist, man hat hier darauf geachtet, dass man die Flügel nicht vertauscht. Man hat hier bei dem einen Modell hat man zwei Lochbohrungen in den Armen und entsprechend zwei kleine Stifte. Und bei dem Modell hatten wir ein Loch und ein Stift.
Man muss hier sicherlich, wenn, also ich denke mal schon, dass man nochmal mehr stiften sollte, auf jeden Fall bei diesen Flügeln. Also ich denke mal gerade so für Turnierspiele oder so, falls es turnierfähig ist oder wird, mit dem ganzen Transport und so weiter, da könnte es schon mal sein, dass diese Flügel bestimmt gerne abbrechen. Ansonsten vom Miniaturendesign sind die wieder richtig gut, also mir gefallen die tatsächlich wirklich extrem gut. Hier gefällt mir gut. Hier hat er noch so ein GI-Helm in der Hand, also mit Kopf. Ja, sehr cool. Also auch von der Bemalung kann man da sicherlich einiges Geiles machen. Ja, das sind auf jeden Fall die Nachtjäger und ja, ich erzähle euch noch ein bisschen was zu den Werten. Ja, kommen wir als erstes vielleicht zu den Shrek-Wolfen. Die hatten wir ja als erstes. Also die Shrek-Wolfen und auch die Nachtjäger Assault Squad zählen jeweils als ganz normale Infanterie. Das heißt, ich kann halt auch mehrere davon mitnehmen. Die Shrek-Wolfen kosten 60 Punkte, sind Veteran und ja, in einer Größe von 3 Mann, wie man sie auch im Blister erhält. Sie haben keine Waffen. Man kann allerdings die Einheit um plus 3 erweitern, also man kann mit maximal 6 in einem Squad spielen. Und sie haben die Special Rule Large Infantry, Horror, Fast, Tough, Tooth and Claws und sie haben ein Infrarot-Vision. Und beim Nachtjäger Assault Squad, die kosten 68 Punkte, 2 Nachtjäger sind dort. Und wir können 2 additional Nachtjäger mit reinpacken für plus 34 Punkte. Und auch die haben die Special Rule Large Infantry, Horror, sie können fliegen, Tooth and Claws, Tough, auch Infrarot, Vision und Strong. Ja, ich bin gespannt, wie die sich spielen lassen. Ich dachte erst, dass ich bei Konflikt 47 eher so der US-Spieler werde, anhand der coolen Läufer, weil die Läufer finde ich schon ein bisschen cooler als wie die Spinne. Aber wo ich jetzt diese Einheiten sehe, muss ich sagen, vielleicht bleibe ich doch bei der Wehrmacht, weil das sind echt besondere Einheiten. Bin gespannt, wie die sich spielen lassen und sie sehen halt auch einfach ultra cool vom Design aus. Also da muss ich sagen, das Design gefällt mir richtig gut und der Guss ist auch hervorragend. Ja, Konflikt 47 werden das Projekt auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich bin gespannt, wie sich das mit dem Bolt Action 2 Regelwerk kombinieren lässt. Ich hoffe sehr auf ein Errata. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Es werden noch einige Dinge dafür erscheinen. Und das war's zum Konflikt 47 Wehrmacht Neuheiten Shortcut. Finden tut ihr die Projekte auf jeden Fall bei eurem Tabletop-Händler des Vertrauens. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Shortcut. Ich habe jede Menge WW2-Modelle noch hier für Bolt Action, Rubicon, Warlord Games. Also da wird in den nächsten Tagen noch einiges kommen. Ja, bis dahin. Tschüss.